3 Prüfungen zu absolvieren hatte und sich diese Geschichte deshalb bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter ziehen wird, geht er jetzt einfach ohne weitere Worte. Und was muss ich jetzt tun? Was glaubst du? Pizza? Zutaten? Darf ich einen Publikumsjoker verwenden? Das sind doch alles Animex-User. Was erwartest du denn davon? Das ist aber gemein. Die japanische Popkultur ist ein weithin unterschätztes Phänomen. Wir sind die Bösen. Wir dürfen das. Trotzdem, einen Versuch ist es wert. Also, Publikumsjoker. 100 Convention-Besucher haben wir gefragt. Hat diese Convention überhaupt 100 Besucher? Ja. Menschenbesucher haben wir gefragt. Nennen Sie mir Buggys Aufgabe. An 5. Stelle mit 3 Stimmen, 42. Den 4. Platz belegt mit 5 Stimmen das Brot aus dem Ofen holen. Den 3. Platz belegt mit 18 Stimmen hier nicht klicken. An 2. Stelle mit 21 Stimmen meine Mutter ist ein Bauarbeiter. Und die Top-Antwort mit sagenhaften 53 Stimmen Harry loves Draco. Also grundsätzlich schließe ich mich der Meinung des Publikums da voll und ganz an. Aber wir haben keinen Harry und wir haben keinen Draco. Aber was wir haben, ist eine Menge Fantasie. Und wir haben dich. Und wir haben dich. Langsam sich in den Augen des anderen verlierend, näherten sie sich einander. Sie zögerten, denn sie wussten, dass ihre Liebe von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden würde. Doch das Verlangen in ihren Herzen und Hosen sprach Bände. Lauf! Junge Liebe, so schüchtern. Kommen. Pikachu war die erste Stufe und Raichu die Weiterentwicklung. Das heißt, Pikachu ist das Kind und Raichu der Erwachsene. Aber dann ist er noch Pichu. Macht das Pikachu dann zum Teenager? Du musstest eine halbe Stunde auf leichter Flamme köcheln lassen. Und wenn du jetzt im Lastwagen kommst, wartet dann Mio auf dich. Ich schwör's dir. Das Problem ist der Zucker. Er muss karamellisieren, darf dabei aber nicht verbrennen. Ich hab Durst. Nimm Pilz. Ich habe auch Hunger. Nimm noch Pilz. Wie lange dauert das denn noch? Ich warte jetzt schon seit 1,5 Stunden. Hi. Wo? Da. Hi, Arlong.
eigentlich? Nimm Pilz. Dich kann man auch wirklich keine Minute alleine lassen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Wieder am Spielplatz. Wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Wir brauchen Zutaten für eine Kinderpizza. Und der Belag besteht aus Kindern. Wir brauchen also ein Kind. Ist das denn wirklich so schwer zu verstehen? Ich mag Kinder. Dann geh! Bist du ein Kind? Rein biologisch gesehen ja. Aber ich muss sagen, dass meine geistige Reife jene eines durchschnittlichen Erwachsenen weit überschreitet. Ich mag Kinder. Und ich mag Okapis. Ist das ein Okapi? Das ist doch kein Okapi! Das ist ein Schabrackentapir. Du hast ja echt gar keine Ahnung. Warst du etwa auf der Clownschule? Willst du mich beleidigen? Ich war sogar auf dem Clowns College. Quod erat demonstrandum. Was? Du bist doof. Ich mag Kinder. Die sind lustig. Magst du Pilze? Nein. Ach, nimm einen Pilz. Ich will aber keinen. Komm mit, ich zeig dir meine Pilzsammlung. Shit, die Marine! Warum passiert das immer, wenn ein männlicher Kandidat diese Prüfung macht? Da kommt die Marine, fragt, was ist denn das? Zwei Piraten mit einem Weinbrandfass. Zwei Piraten mit einem Weinbrandfass. Fuhren auf der Grand Line und erzählten sich was. Da kam die Marine, fragt, was ist denn das? Zwei Piraten mit einem Weinbrandfass. Und jetzt zum großen Finale. Hey, hier spielt die Musik. Zeit für einen Zeitsprung. Ein Zeitsprung? Da machst du ja doch endlich einmal etwas richtig. Jetzt wird die Geschichte ja noch richtig spannend. Ich frage mich, was jetzt aus ihnen geworden ist. Ist Alvida wieder fett? Hat Buggy eine neue Frisur? Wer hat sich verliebt? Wer getrennt? Wer ist schwanger und sind immer noch alle schwul? 10 Minuten später wieder in der Pizzeria. 10 Minuten, was ist denn das für ein Zeitsprung? Find dich damit ab. Bei Naruto war es ein Zeitsprung von 2 Jahren und danach... Okay. Boah, das waren die besten 10 Minuten meines Lebens. Der Drache. Die Hydra. Der Basilisk. Die Jungfrauen. Wieso werden die besten Szenen immer rausgeschnitten? Jugendschutz. Ach, scheiß Zensur. Obwohl ich selten so viel mit jemandem geteilt habe wie mit dir, musst du wissen, dass du auf ganzer Linie versagt hast. Ich sage es dir als Freund. Du warst scheiße. Mir war ja gar nicht bewusst, wie viel ihr geteilt habt. Ich rede von den Prüfungen. Ja, ja, das sagt sie dann alle. Wie dem auch sei. Buggy, da du die Prüfungen nicht bestanden hast, können wir dich hier leider nicht gebrauchen. Dort ist die Tür. Aber ich dachte, wir wären Freunde. Hat dir denn all das, was sie gemeinsam durchgemacht haben, rein gar nichts bedeutet? Junge, du lebst in der Vergangenheit. Zeit, erwachsen zu werden. Niemand hat mich lieb. Willkommen im
Club. Halt. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn obwohl Buggy ein Leben voller Einsamkeit, Traurigkeit und Schmach erwartete, gab es doch noch einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Ein gar liebliches Mägdelein, eine Prinzessin, wie sich herausstellte, wartete am Wegesrand, wusste weder ein noch aus und sehnte sich nach ihrem Retter in der Not, nach ihrem Ritter in der orange schimmernden Rüstung. Wer wartet auf mich? Ich will zurück in den Zirkus! So wartet doch, mein Prinz! Da seid ihr ja wieder. Oh. Ha, die Flucht ergriffen. Ja, so geht es zum Schluss allen im Angesicht des großartigen Geschichtenerzählers Lysop. Auch wenn ich zugegebenermaßen etwas durch die Geschichten der Gebrüder Eiichiro und Entweder-Oder inspiriert wurde. Naja, egal. Nun zu meiner Performance. Wo bleibst du denn? Wir wollten schon vor 2 Stunden ablegen. Aber die Performance! Buggy, was wollen wir denn heute Abend wieder machen? Genau dasselbe, was wir jeden Abend machen, Alvida. Heißt das, du bist ja vor dem Fernseher einschlafen? Ja. Herzlichen Dank. Wir sind das Flying Sushi Theater und das war gerade die Premiere unseres neuen Stücks 2 Piraten mit einem Weinbrandfass. Wir danken der Mac Convention, dass wir hier auftreten dürften und wir danken ganz besonders unseren beiden Technikern, vor allem Lukas und, wie heißt er? Fox, Entschuldigung, Nervosität. Und außerdem danken wir Back on Stage, dass sie uns die Mikros organisiert haben. Woo!